bin im Tunnel. Okay, und halte die Augen nach Infizierten offen. Da könnten ein paar sein oder ein paar Dutzend. Ich bin schon in der PK-Basis. Ich werfe eine UV-Fackel durch den Lüftungsschacht und du schaust, wie wir zur Hauptstation kommen. Yeah.
Hakon, ich bin bei der Fackel. Sieh dich um. Der Technikertunnel zur Hauptstation sollte gut beleuchtet sein. Ich habe die Wachen schon nach oben gelockt. Ich bequatsche sie, während du reingehst. Oh, Scheiße. Das sieht nicht gut aus! Hakon!
danach und ich bin gleich zurück. Ich bin auf der Plattform. Mach die Schleuse auf. Bin gleich da. Was machst du hier drin? Wo kam der denn her? Er spazierte durch die Tunnel. Elender Basarabschaum. Ist wohl eher ein abtrünniger Spion. Wie ein Abtrünniger sieht er aber nicht aus. Wach. Was willst du in unserer Basis? Ich versuche nur zum Stadtzentrum zu kommen. Ins Zentrum? Der Tunnel ist zu, bis ihr Lukas Mörder rausrückt. Basar-Drecksäcke. Keiner von euch weiß was oder hat was gesehen. Und an die Blockade kannst du dich auch nicht erinnern? Vielleicht sollten wir dir zur Strafe die Hände abhacken. Vielleicht erinnerst du dich dann, hm? Wo warst du vor 4 Tagen? Ich bin ein Pilger. Vor 4 Tagen war ich 100 Kilometer weit weg. Genug, Anderson. Wir brauchen die Wahrheit. Und mit Gewalt wird das nichts. Aber Commander Lukas sagte doch immer... Und jetzt habe ich hier das Sagen. Sie haben die Berichte gelesen. Ein Pilger ist vor kurzem im Basar aufgetaucht. Ich glaube, er sagt die Wahrheit. Gehen Sie, Sergeant. Ich will allein mit ihm reden. Wo kommen Sie her? Crossdale River. Das ist über 1500 Kilometer von hier entfernt. Eigentlich sind es über 2000. Die Autobahnbrücken sind eingestürzt. Es gibt keine geraden Strecken mehr. Sie sind ganz schön weit gekommen. Beeindruckend. Wie ist es denn da draußen? Wann waren Sie das letzte Mal außerhalb der Stadt? Vor knapp 15 Jahren. Dann gibt es dort sehr viel weniger Überlebende und sehr viel mehr Infizierte. Wer weiß? Die meisten halten es hier in diesem Höllenloch aus, weil alles da draußen noch so viel schlimmer ist. Meine Frau und ich lebten in England. Ich hatte 2 Schwestern, 2 Brüder. Von denen habe ich seit 10 Jahren nichts mehr gehört. Wo lebten sie? In London und im Umland. London gibt's nicht mehr, soweit ich weiß. Auf den ganzen Inseln gibt es wohl nur noch 4 Siedlungen. Scheiße. Warum sollte ich den Commander umbringen? Sie haben 4 Tage nach dem Mord versucht, in den Zentralring zu kommen. Und außerdem, an Karls Stelle würde ich auch einen Fremden mit dem Mord an Lukas beauftragen. Ist die sauberste Lösung. Tja, diesen Karl kenne ich aber nicht mal. Sie werden ihn bald kennenlernen. Karl hält alle Züge im Griff. Er ist ein scheinheiliges Arschloch, das den kompletten Basar gegen uns aufgebracht hat. Obwohl wir diese Leute beschützen. Wie es außerhalb der Mauern ist? Man weiß nie, wo Gefahr lauert. Immer wieder neue Territorien, neue Gefahren. Sind Sie hergekommen, um Schutz zu finden? Ich kam her, weil ich jemanden suche. Und weil es heißt, dass es in Villador viele Überlebende gibt. Sie suchen also jemanden? Eventuell kann ich Ihnen helfen. Aber umsonst geht das nicht. Geschäfte machen ist mein Ding. Was brauchen Sie? Gleich zum Geschäft. Gefällt mir. Der Tunnel bleibt zu, bis ich den Mörder unseres Commanders finde. Commander Lukas. Seine Leiche wurde im Basar gefunden. Grässlich entstellt. Die Leute im Basar machen uns das Leben schwer. Sie sind stolz und loyal. Verraten würden die niemanden.
Aber die Führung verliert langsam die Geduld. Meine Befehle kommen von ganz oben, Pilger. Wenn die Bewohner von Old Villador weiterhin aufmucken, kommt die Armee hierher. Und dann brennen sie den Basar nieder. Das würde ich gern vermeiden. Was wollen Sie von mir? Lucas hatte eine Waffe. Einen seltenen Schlagring namens Lazarus. Er ist der Schlüssel, um den Mörder zu finden. Wenn Sie etwas über den Lazarus erfahren, sagen Sie es mir. Dann zeige ich mich erkenntlich. Er ist sehr wertvoll, aber bei seiner Leiche war er nicht. Jemand vom Basar hat ihn wohl an sich genommen. Warum sollte ich mit Ihnen zusammenarbeiten? Sie haben mich angegriffen und mich als Mörder beschimpft, ohne jegliche Beweise. Das war ein Fehler. Sie sind ganz offensichtlich nicht der Mörder. Warum suchen Sie ihn nicht selbst? Ich kenne ja doch kaum jemanden. Genau deshalb können Sie mir helfen. Weil niemand mit uns redet. Weil wir für die bloß Besatzer sind. Dabei räumen wir die Straßen frei von den Infizierten und fangen Verbrecher. Aber das ist denen egal. Für die zählt nur, dass wir ihr Essen essen und ihr Wasser trinken. Doch Sie sind ein Pilger. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie den Leuten helfen können. Und Sie sind nicht von hier. Ihnen traut man. Sie wollten mich umbringen. Egal. Wir sind dennoch Ihre einzige Chance, wenn Sie ins Zentrum wollen. Also, helfen Sie mir? Also, wenn ich diese Waffe finde, darf ich dann ins Zentrum? So einfach ist das nicht. Villador hat stark gelitten. Zuerst war es wegen der Infektion von der Außenwelt abgeschnitten. Und dann erwiesen sich die Mauern als die Rettung. Doch die Leute hier lernten, niemanden so schnell zu trauen. Ich gebe den Weg erst frei, wenn ich den Mörder habe. Aber wenn Sie den Lazarus finden, werde ich mich daran erinnern. Wenn die Schuld gesühnt ist, sind Sie der Erste, der durch darf. Tja, dann habe ich wohl keine andere Wahl. Ich werde es versuchen. Sehen Sie sich um. Fragen Sie die Leute. Und kommen Sie nicht mit leeren Händen zurück. Viel Glück. Seine Uniform wie deine kenne ich gar nicht. Ich bin ein Kurier. Ein Kurier? Was ist das? Ich gehöre zur Kuriergilde. Von uns gibt es viele. Wenn es so viele von euch gibt, wieso kenne ich dann deine Uniform nicht? Weil wir diskret sind. Man vertraut uns wertvolle Informationen an, daher verhalten wir uns unauffällig. Sonderlich unauffällig bist du gerade nicht. Stimmt. Unser Hauptquartier liegt im Zentrum und der einzige Weg dahin führt derzeit durch die U-Bahn-Tunnel. Die Peacekeeper bewachen den Durchgang und lassen im Moment keinen ins Zentrum oder hinaus. So lange hänge ich also fest. Das ist nicht gut. Vor allem, da ich gerade Infos brauche. Da kann ich dir nicht helfen. Wir arbeiten mit hoher Vertraulichkeit. Infos kann dir höchstens unser Gildenmeister geben. Heißt also, ich muss mit ihm reden. Gibt es sonst noch Wege, ins Zentrum zu kommen? Ich kenne zumindest keine. An der Oberfläche ist der Umkreis des Zentrums absolutes Niemandsland. Es wurde bei einem Chemieangriff verwüstet. Und seither ist dieses Gebiet vom Zentrum abgeschnitten. Luft und Boden sind vergiftet. Da können nur die abgedrehtesten Monster überleben. Verdammt. Naja, ich muss einen Weg finden. Egal wie. Viel Glück. Akon, bist du da? Aiden, Kumpel. Zum Glück lebst du noch. Ja, wurde geschnappt und befragt. Gut. Sie haben dich nicht getötet. Wir treffen uns draußen. Ihr müsst uns helfen. Sonst bricht ein Aufstand aus. Helft uns bei der Untersuchung, dann helfen wir euch mit den Banditen. Ich sagte es doch schon.
Niemand im Bazar hat was mit Lukas Tod zu tun. Und warum dürfen wir dann eure Häuser nicht durchsuchen? Wenn ihr so unschuldig seid, dann habt ihr ja auch nichts zu verbergen. Eure Schläge kommen nicht in unsere Häuser, Anderson. Dann versteckt ihr auch jemanden. Die Zeit wird knapp, Karl. Wenn ihr den Mörder nicht rausrückt, machen wir euren tollen Bazar dem Erdboden gleich. Wer Wind sät, wird Sturm ernten, Anderson. Übernimm dich nicht, du alter Sack. Aiden, komm, ich bin auf dem Dach bei der U-Bahn. Also, was wollten sie von dir? Wenn du da gewesen wärst, wie du es gesagt hattest. Ho, ho, ich hab getan, was ich konnte. Ich wusste ja nicht, dass da noch andere Leute im Tunnel sind. Lukas Tod war ein Riesending. Die haben diesen Dreckskerl wie einen Vater geliebt. Aether hat nicht das Charisma von Lukas. Er wird viele Probleme haben. Aether sagte, er würde mich eventuell durch den Tunnel lassen, wenn ich ihm helfe. Was? Wobei sollst du ihm denn helfen? Er will, dass ich die Waffe von Lukas finde, den Lazarus. Er war vom Tatort verschwunden. Er glaubt, wenn er ihn findet, findet er auch den Mörder. Der Lazarus, hä? Huh? So eine gepimpte Schlagringsammlung, stimmt's? Ich kenne einen Typen, der mit Diebesgut und anderem Kram handelt. Ein Hehler? Teilzeit Hehler, Vollzeit Betrüger, aber recht ungeschickt. Die halbe Stadt ist wegen seiner Schulden hinter ihm her. Wenn einer in Villador dumm genug ist, eine Peacekeeper-Waffe zu kaufen, dann er. Wie heißt er? Hubert Cabazos, auch bekannt als Hubi der Halbaffe. Er baut seinen Stand jeden Tag im Windrad in der Nähe auf und wartet auf Kunden. Verkauft wohl Gras und Fusel an die PKs. Wenn du den Lazarus finden möchtest, dann sprich mit Hubi. Ich gehe ein paar anderen Hinweisen nach. Okay, lass uns in Verbindung bleiben. Ich versuche was anderes.